Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir voll auf die Fresse gekriegt von den Saiyajins. Irgendwie war die Situation genauso aussichtslos wie in der Serie. Und ja, muss nicht unbedingt sein. Wir haben ein paar Level-Ups, glaube ich, bekommen. Oder Attribute bekommen, die wir in Level-Ups hier einstecken können. Und, weiß nicht, was können wir denn hier aufballern, damit wir ein bisschen schneller langsamer drauf gehen. Weiß ich nicht. Was ist überhaupt maximal Ausdauer? Ich habe davon noch nichts. Machen wir mal Key ein, das hier ein, machen wir mal alles ein bisschen hoch. Ich habe keine Ahnung vom Spiel. Ja, Key machen wir auch hoch. Ja. Wird schon gut sein, ne? Dann versuchen wir das Ganze noch mal. Jetzt sagt mir nicht, ich muss die Cybermänner noch mal besiegen. Nee, ne? Hätte ich vielleicht doch eine Parallelquest versuchen sollen. Dreck! Oh, wir sind. Okay, wir sind wieder hier, gut. Ich habe auch noch einen Anzug von Piccolo, habe ich gemerkt, im Inventar. Also die Hosen, aber die geben ja. Die erhöhen zwei Werte um den gleichen Betrag, aber senken auch welche um den gleichen Betrag. Deswegen lasse ich lieber die Sachen hier. Die sind alles noch genau gleich. Und ja. Gucken wir mal. Da kommt. Ich habe den Scout Hammer abgenommen, weil ich weiß nicht mehr, wie man den benutzt. Ich glaube, den bauen wir gerade nicht. Also, lass mal das mal. Machen wir erstmal hier. Dann alles fertig. Wie die Saiyajins kaputt hauen. Jetzt so unfair, dass er sich am Ende hochhält. Was ist das? Jawohl. Ja, schau einfach meine Angriffe auf den und fertig. Wo ist überhaupt der grüne Balken? Verstehe nicht, wofür der grüne Balken ist. Ich dachte jetzt bei meinem Superangriff und so, aber anscheinend nicht. So, jetzt kriegen wir was hier auf der Reihe anscheinend. Haut einfach Son Gohan weg. Aua! Er hat Kalin gegen mich geschmissen. Der Sack. So, Son Gohan macht den fertig. Sehr gut. So, okay, mal alles. So, jetzt kriegt er mir auf die Fresse, ne? Hi, na? Mach dich fertig, bevor du aufgehst, der heilt doch hoch. Zum Glück sind die AP schon aber abgezogen. Mann! Ah! Kann ich sagen, ich verrecke schon wieder. Hi, na, das. Der hat mich aus den Augen verloren, geil. Ah, komm schon, verreck doch jetzt mal endlich. Hi, na, das. Aua! So, jetzt kriegen wir dich aber. Was ist das? Aber dieser Angriff, ne? So, jetzt aber, komm schon! Oh Gott!
Ich muss gegen Vegeta auch noch kämpfen? Wollte mich eigentlich verarschen? Wo ist er denn überhaupt? Da. Boah, der hat den beinahe erledigt. Gut. Ich mich auch mal mit, ne? Oh Mann. Wie sagt mir, dass der Teil des Kampfes vorbei ist? Will ich nicht nochmal gegen Nappa kämpfen? Ach, schön. Geschafft. Okay, meinetwegen. So, bevor wir jetzt weitermachen, erstmal aufleveln. Oh Gott. Das ist gar nicht mal so einfach. Finde ich. Weil man die Steuerung so komisch ist. Du hast nicht irgendwie so eine richtige Kontrolle, habe ich das Gefühl. Oh, Attribute boosten. Weiß ich nicht. Alles auf 2. Wahrscheinlich voll blöd, aber ich glaube, ich halte hier das schwer aufzunehmen. Wie geht's dir? Möchtest du Zeitportrille fortsetzen? Ja. Pass auf dich auf. So, jetzt kommt Vegeta. Normal als Affe und dann wahrscheinlich wieder normal, ne? Irgendwie sowas. Irgendwie stellt keiner in Frage, wer ich bin. Von den ganzen Leuten. Son Goku müsste mich ja kennen und Piccolo auch. Zehnfacher Vegeta transformiert, okay? Oh Gott. Das Gute ist, er ist ein großes Ziel, das ich gut treffen kann. Anders als bei regulären Kämpfen müssen Werfen den Start zu brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Greife an und bringe die Auswahl des Werfen auf 0 für den Start zu brechbar. Erst dann kannst du ihn Schaden zufügen. Überrasche einen Werwaffen und wirf seinen Schwanz, um seine Ausdauer stark zu schwächen. Ein Werfer, der im Status brechbar geworfen wird, nimmt hohen Schaden. Du hast die Chance auf einen Nachsetzen. Na, komm mal her. Ja, Son Goku. Ja, ist schon irgendwie groß, ne? Okay, gib mir deinen Schwanz, verdammt. Obwohl, kann ich den einfach so grabben? Jawohl. Er hat's gemacht. Boah. Mich mit seinem Schwanz gebitchslappt. Sie kommt mir so bekannt vor. Her damit! Buff!
Hälfte AP abgezogen, habe ich gesehen. Hi, wie geht's? Das bringt nichts. Doch tot. Die Menge zählt. Also, ich kümmere mich um den Schwanz. So wie ein Monster Hunter. Erstmal, ich schwänze immer ab. Das ist ein Zufall, dass ich halt gerade spiele. Und zack! Und zack! Bams! Viel einfacher als Nappa. Sehr gut. Eigentlich hat ja Yajirobe den abgeschnitten. Aber der kommt wahrscheinlich im Spiel gar nicht vor. Geschafft. Soll ich jetzt noch weiter? Was auch Reboot-Punkte erhalten. Gehen wir erstmal direkt aus und dann machen wir weiter. Ihr kennt ja den Drill langsam. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Die Saiyajin-Saga scheint noch nicht vorbei zu sein. So. Ja. So. Machen wir weiter. Jetzt wahrscheinlich gegen Vegeta. Alles klar. Und was für Werfen kämpfen wir denn noch? Prinzenstolz, nimm mit Kampf. Besiege Vegeta. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein super Angriff, ne? Wie hat er nicht getroffen? Kuckuck! Finger weg von Son Goku! Oh Gott. Warum ist mein grüner Balken jetzt leer gewesen? Hilfe! Son Goku, hilf mir! Ah Gott! Nein! Verpiss dich! Ich treffe damit auch nichts. Son Goku, übernimm mal kurz. Bam! Ich geh nicht so nah an den Aranda hoch. Ich komme gar nicht so weit mit dem Ding. Und die mit ihren Kack-Explosionen, ne? Aha. Mein Gott, die Gegner, die machen mich fertig. Pff.
Oh, ich habe gerade den Grab eingesetzt. Genau den. Was zum Teufel? Die sind einfach abgewehrt. Die Krise. Nein. Ah, oh Gott. Son Goku, hilf mir doch mal ein bisschen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Das klappt irgendwie sehr gut. Ich glaube, der grüne Balken sagt. Jawohl! Und den ja auch noch. Mal. Ich glaube, der grüne Balken sorgt dafür, wie schnell meine Abwehr gebrochen wird. Irgendwie trifft er nicht. Gott, zum Glück bin ich nicht auf ihn hingewiesen. Oh Gott sei Dank, da war so was von knapp. Oh mein Gott. Leck mich, sind die Kämpfe schwer. Ah, da war es aber, ne? Mehr kommt doch eigentlich nicht. Ja. Keine Ursache. Ah, mal wieder. Hat geschafft. Wir haben die erste Saga von Dragon Ball Z abgeschlossen. やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの、それにしても。そら。どうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて、普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね。トランクス。 Wer ist das? Putaras. Die aus dem Intro. この時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されている、とても偉いお方なんです。ちょっと、どこに止まってるのよ！何怒ってるのよ！人の頭を踏んでおいて！ Nein. Tokimo. Ano, Tokino Kaioshin sama. Ah, gomen, gomen. Kimi ga Shenron ni nobidasareta senshi ne. Watashi ga Tokino Kaioshin yo. Yoroshiku ne. Sieht doch voll im Eimer aus. 宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足げにされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ。君たち
なかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが、原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な器用派な2人組が時間を移動して、いろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。あ、wir helfen doch。何を企んでいるのかわからないけど。あ、そう。嫌な予感がするわね。 時空を移動する2人組。何者なんでしょうか。Mein böses Ich。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。Und ein böser Trucks。Keine Ahnung。Wenn das stimmt, ne? <lacht> Okay。Dann machen wir weiter。Was machen wir in den letzten 9 Minuten? Schaffe ich noch eine Parallelquest? Ich glaube ja eher nicht. Ja, Einzelspieler, wir sind Soldaten. Oh, ruft der Melancholie. Als NSCs mit Namen in Gelb sichtbar. Zahle ihn Zenny, um sie für nächste Parallelquest zu rekrutieren. Ah. Rekrutieren kannst du als Teamleiter. Öffne die Spielinformation der NSC deiner Wahl und rekrutiere ihn dort. Wenn dir ein Soldat gefällt, füge ihn deinen Favoriten hinzu und rekrutiere ihn jederzeit im Favoritenmenü. Ja, mehr Spieler, aber kannst du mit anderen Online-Spielern kommunizieren, Teams bilden, kämpfen und zusammen Parallelquests gehen. Du kannst auch andere Spieler zu Favoriten hinzufügen oder sie zum Kämpfen herausfordern. Dai Ban. Wat? Bandai? Habe ich gerade so in der Aufnahme gesehen. Du kannst jemanden über die Spieler einen Bildschirm in dein Team einladen oder hinzufügen, um zu Favoriten hinzufügen oder herausfordern. Ja, okay, boah. Jetzt kommt dann wahrscheinlich die Namek-Saga. Ich frage mich, ob die Filme auch hier vorkommen. Hoffentlich. Wäre aber wahrscheinlich wieder zu viel, ne? Ah, da sind die ganzen Leute hier, ne? Ja, weiß ich nicht. Muss jetzt erstmal nicht sein. Ich habe wieder ein paar Dinge bekommen, ne? Boink, boink, boink. Ich brauche Key, um Piccolo trainieren zu können, der jetzt gar nicht mehr hier ist. Ah. Schaffe ich jetzt mit Raditz hier die Kämpfe? Weiß ich nicht. Versuchen wir mal. Ich bin jetzt ein paar Dinger höher. Da ist Trunks. Ja. Du willst wissen, was Parallelquests sind? Bei Störungen in der Geschichte teilen sich die Rollen. Oder die Geschichte korrigiert, fügt sie der Kaioshin zusammen. Selbst wenn wir die Geschichte korrigieren, hat sie sich geändert. Das werden mit der Zeit spielen hat Folgen. Wenn du geteilte Räume wieder zusammenfügen würde, strömen Dinge raus, die unkontrollierten Zeitfragmente. Die Fragmente sind harmlos, wenn sie nicht lange alleine gelassen werden. Sonst können die Bösewichter wieder die Zeit verändern. Durch die Parallelquest können wir etwas gegen die Fragmente machen. Okay, cool. Apropos. Machen wir mal Parallelquest. Ja. Angriff des Saiyajin. Ja. Ich bin Saiyajin. Ach, ich glaube, ich verstehe. In unter 5 Minuten, dann heißt das, ich bekomme mehr Sachen oder was, ne? Chichi-Kostüm, was? Piccolo Dämonenkleidung mit Umhang. Versuchen wir mal das hier. Ich habe so das Gefühl, die meisten Sachen kriege ich hier durch die Dingens, ne? So, Daniro natürlich. Angriff des Saiyajins. Gegen wen kämpfen wir denn? Wir kämpfen gegen die anderen, ne? Also nehmen wir Saiyajins. Kann auch andere Charaktere steuern, fällt mir gerade auf. Aber das war das. So, und wir müssen dann gegen die Erdlinge kämpfen. Geil. Ist fast so ähnlich wie bei Raditz. Nur weil das jetzt mehr so klein, ne? Der Sieg ist von Gohan und Piccolo. Zeit abgelaufen, okay. Den knöpfen wir uns erst vor. Tension an. Nelle gleich viel AP?
Aber wollte ich gar nicht. Dachte, wollte ich. Boah, ich komme immer nicht mit den Knöpfen hier zurecht. Da. Oh, Tenshinhan ist K.O. Falscher Angriff. Ah, schon wieder Taioken. Sonnenfaust Angriff. Okay, wie komme ich nochmal da durch? Zeit läuft ab, hallo. Ah, okay, dann werden wir auch noch schaffen. Piccolo und Krillin. Von wo an? Oha. Wo ist Piccolo? Der steht da einfach. Na gut, wenn die Saiyajins einen helfen. War schon wieder der falsche Knopf. Sehr gut. Ah, das kommt Piccolo. Was zum... Ah. Und zack. Meine mich? Ach ne. Au. War mal eine neue Superattacke, ehrlich gesagt. Ich finde meine bis jetzt richtig kacke. Diese Volley. Guck, guck. Aber der Angriff ist cool. Das wird schon ein bisschen überlevelt, kann das sein? Oh Gott, das habe ich kaum gesehen. Na komm. So, haben wir noch geschafft, gut. Nein. Son Goku? Ja, Son Goku. Was ist denn? Ha, oh ja. Oha. Kuckuck. Aber war knapp. Ja, genau vor der Nase bringt das auf jeden Fall was. Also komme ich auch in das Spiel rein, richtig. Ja. Helf mir doch mal, Vegeta Nappa. Boah. Ich verliere wieder. Mach den fertig.
Okay, wenn ich X drücke während eines Angriffs, dann kann ich aufweichen. Oh Gott. Mein Gott, warum verliere ich ihn jetzt schon wieder? Ich krieg die ganze Zeit auf den Fresser in den Kämpfen. Also irgendwie verrückt, Son Goku. Ja, ich muss jetzt auf Fernkampf hier setzen. Ich habe keinen Bock jetzt noch im letzten Moment zu verlieren. Die beiden greifen auch irgendwie nicht an. Nein! Oh, leck mich doch am... Was? Die können mich wiederbeleben. Okay, cool. Okay, bis die beiden verrecken, dauert ja noch ewig. Ist er jetzt abgehauen? Nee. Warte. Ja, jetzt haut ihr alle rein, ist klar. Oh, sehr schön. Rang S, ich würde da ja nicht so... Okay, keine Ahnung. Ich habe irgendwas bekommen. Son Gokus Muten Roshi G, okay. Warte mal. Kann ich die ausrüsten? Ich meine, natürlich kann ich die ausrüsten. Ich würde gerne einen grünen haben. Das wieder Raditz. So, wir tun mal erstmal unsere Fähigkeiten hier als Tribute, meine ich, aufleveln. Wir brauchen, glaube ich, 5 für Piccolo, hat er doch gesagt, oder? Ja, wie komme ich darauf? So, mach mal so. Ausrüstung. Cool. Jetzt natürlich die Farbe noch. Nein, ich kann ihn nicht ändern. Bah. Das ist nicht wahr. Na gut. Würde ich aber sagen, der Part schon wieder lang genug geworden. Und ja, wir machen dann nächste Folge in der nächsten Folge. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich beende einfach den Part. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja.